Wir befinden uns jetzt im oberen Mitteldeck, schauen Richtung Achtern und schwenken links auf den Funkraum. Der Komfort der Baureihe 60 BM-Boot lässt sich anhand der Zugangstür zum Funkraum erkennen. Die berühmte Klappe zum Austausch von Dokumenten war notwendig, da der Geheimhaltungsgrad bis streng geheim reichte. Die Ausstattung ist dezimiert, es fehlen der Krypto-Funkfernschreiber sowie das Ökofox-Gerät zum sogenannten Zerhacken von funkübermittelten Nachrichten. Auf der gegenüberliegenden Seite, Backbord, befindet sich der Radarraum, in dem als einziges der Sichtfunkpfeiler vorhanden ist. Hinter dem Funkraum auf der Steuerbordseite befindet sich die Kombüse. Hier tat der Schmut seinen Dienst zum Wohle der Besatzung. Die Frischwasserpumpe natürlich reinste Handarbeit. Zur Rechten der Herd im Backbereich ölbefeuert, oben die vier quadratischen Platten elektrisch. Besonderes Merkmal sind die sogenannten Lashings, welche notwendig sind, bei schwerem Seegang das, was auf dem Herd sich befindet, wie Töpfe, Pfannen, Kannen, gegen Abrutschen zu sichern. Hier wurde für eine gut 30-köpfige Besatzung gekocht, gebraten und gebacken. Natürlich auch Geschirr gespült. Backschaft genannt. Wir bewegen uns nun gefechtsmäßig auf die Kommandozentrale, den Steuerstand des Schiffes zu, schwenken nach rechts und erhalten einen ersten Eindruck. Nachdem wir die 5-Stufenleiter sicher aufgeändert sind, erhalten wir einen markanten Blick auf das Hauptruder, Durchmesser 1,20 Meter, welcher notwendig ist, die rein mechanische Steuerung zu bewältigen. Das Echolot von markantem alten Schmiss, noch mit der klassischen grafischen Darstellung, welche Sekunde für Sekunde aufgezeichnet wird. Der Maschinentelegraph zum Übermitteln der einzelnen Fahrstufen, eingeteilt in voraus 7 bis einschließlich 14 Knoten, weitere Fahrstufen für äußerste Kraft bis maximal 3 mal 50 Umdrehungen zusätzlich sind hier einstellbar. Die Ruderhandsteuerung notwendig bei Ausfall der Hauptruderanlage, um die Steuerung des Schiffes aufrechterhalten zu können, vorausgesetzt, dass der Ruderraum besetzt ist und die Befehle der Handsteuerung durch 2 Besatzungsmitglieder direkt umgesetzt werden können. Der Magnetkompass mit ähnlicher Aufgabe bei Ausfall der Kreisekompassanlage notwendig zur Kursbestimmung. Er dient bei Normalbetrieb aller Kompasssysteme auch als Verifizierung des Kreiselkompasskurses bei einer Abweichung von etwa 5 Grad, je nach polarer Position des Schiffes. Hier der präzise Kreisel-Tochterkompass des Steuerstandes, nach welchem hauptsächlich gesteuert und navigiert wird. Die berühmten runden Bulleis des Steuerstandes mit ihren unten links angebrachten Motoren weisen den hohen Vorteil absoluter Dichtigkeit auf. Um bei schwerem Seegang und daraus resultierend überschneidender Gischt die klare Sicht zu gewähren, sind die äußeren Scheiben rechts drehend mit hoher Drehzahl fahrbar. Das Wasser wird somit abgeschleudert und die Scheiben bleiben dadurch optisch sauber. Die Geschwindigkeitsanzeige für sekundär gemessene Fahrt in Knoten, die exakt gefahrene Strecke in Knoten pro Stunde ermittelt der Navigationsmast mittels manueller oder auch funkpeiltechnisch resultierender Werte der augenblicklichen Positionsbestimmung. Der berühmte Niedergang zur Kommandantenkammer, POO-Messe und Mannschaftsdeck, sich markanter Steilheit darstellend mit Vorsicht zu genießen. Für gekonnte Seeleute jedoch ein Klacks.
Die Waschgelegenheit erfrischend nüchtern, aber zweckmäßig, denn Mannschaften wollen Privilegien ja erst noch erreichen. Im Hafen streng untersagt, zur See eine sportliche Übung, das Abpumpen dieser Inhalte. Wir treten aus der Messe heraus Richtung Mannschaftsdeck und betreten dieses durch das Abteilungssicherungsschott. Es stellt sich ein großzügiger Zuschnitt mit Platz für 15 Mann. Markant konisch zulaufend, da sich im Bug des Schiffes befindet die letzte Abteilung vor der Peak. Das Allerheiligste offenbart sich in voller Pracht, die Kommandantenkammer. Eine Sitz- sowie auch Schlafgelegenheit offeriert dieses feudale Sofa. Die Lehne zum Hochklappen und Festschäkeln für Übernachtungen zu zweit, im Regelfall hat das allein getan. Der Schreibtisch für alle hauptverantwortlichen Entscheidungen an Bord, ausreichend Platz bietend. Für Kryptomaterial, Beurteilungen, Vorschriften wie ATP 1 William 2, ACP 113 sowie schriftlicher und höchst geheimhaltungsbedürftiger Befehlsgebungen des Flottenchefs dient dieser Stahlspind. Er verfügt über die entscheidende Besonderheit, durch innenliegend seitliche Öffnungen bei einer eventuellen Versenkung des Schiffes jeglichen Inhalt durch eindringendes Seewasser unbrauchbar zu machen. Der Waschtisch aus reinem Edelstahl durch Abdeckung auch zu einer kleinen Kommode umbaufähig. Mit einem Schritt gegenüber der Kommandantenkammer liegt die POO-Messe, wo auf Schiffsführungsebene Besprechungen abgehalten, gegessen, häufig auch kameradschaftlich zusammengesessen wurde. Natürlich diente sie den Porte-P-Unteroffizieren, leitender Maschinenmeister und Sperrmeister auch als Schlafplatz. Der Waschtisch, gleich Ausstattung wie Kommandant, hier noch einmal ein schöner Gesamteindruck. In Gedenken an das 7. Minensuchgeschwader und zum Abschluss hier ein kleiner Ausschnitt einer Gefechtsfahrt Formation One mit 14 Knoten.